Ja, einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich jetzt einen sehr starken Gerätezuwachs habe. Jetzt die Nintendo, die Super Nintendo. Jetzt ist der PC noch angeschlossen am Fernseher im Moment. Die Wii, die Xbox. Das alles braucht Platz und vor allem Steckplätze. Jetzt ist es natürlich so, dass die Nintendo und die Super Nintendo über Cinch laufen. Und der PC, der Sound läuft auch im Moment über Cinch, über meinen Verstärker. Und die Wii, wenn ich was aufnehmen will, läuft auch, und der Ton sowieso, auch über Cinch. Der Rest ja über Komponenten. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust, die ganze Zeit die Kabel immer umzustecken. Sei es bei mir am Verstärker oder auch am Fernseher, wäre auch bloß ein Audioeingang. Da muss es doch bestimmt ein tolles Gerät geben. Und ja, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und das gibt es. Und das Ganze nennt sich einen AV-Cinch-Umschalter. Schaut dann folgendermaßen aus. Ich habe mir jetzt die Variante mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen entschieden. Warum, sage ich euch gleich. So, also hier haben wir einmal Video, den S-Video, den ich sowieso nie brauche. Braucht man, glaube ich, für Videokamera oder so. Video und Audio links und rechts. So, das haben wir hier. Input 1, 2, 3, 4 Mal. Und hier haben wir den Output einmal und zweimal. Vorderseite schaut folgendermaßen aus. Ich habe hier die 4 Eingänge und kann jetzt hier das Gerät auswählen, den Kanal auswählen, den ich gerade will. Meinetwegen Super Nintendo ist auf 1, dann drücke ich die 1, Nintendo 2, PC 3 und Wii 4 meinetwegen jetzt. Ne? So, jetzt fragt man sich natürlich, wie schließt man das Ganze an, falls ihr das denn auch machen wollt. Ich habe jetzt alles mal ein bisschen provisorisch ausgebreitet. Bloß jetzt mal mit 2 Geräten. Und hier den Grabber, das Nintendo und das Super Nintendo. So. Und jetzt haben wir natürlich, dass wir diese ganzen Inputs, die Nintendo hat ja hier nur 2, diese Kabel habe ich hier liegen, die tue ich jetzt einfach mal hier in den Input 1 rein. Das schwarze ist jetzt dabei Videokabel. So, haben wir den ersten Input, dann haben wir ja hier die Super Nintendo. Und da haben wir natürlich auch ein passendes Kabel dafür. Und dieses Kabel stecken wir jetzt einfach mal bei Input 2 rein. Moment, halt, da haben wir ja einen links und einen rechts. So, sieht das Ganze so aus, also die Geräte in den Input. So, und jetzt kommt natürlich das, warum ich mir ein Gerät mit 2 Ausgängen gekauft habe. So, das eine haben wir ja hier einmal weiß, rot und gelb. Und das andere Ende kommt jetzt natürlich an den Fernseher. Oder bei mir jetzt der Video kommt an den Fernseher und die anderen 2 Kabel kommen an den Verstärker, weil das immer über den Verstärker mitläuft. Aber wenn ihr jetzt bloß ein Fernsehgerät habt, mit dem ihr dann das Signal da weiterschicken wollt, dann einfach das hier jetzt an den Fernseher. Von einem von den Outputs. Welches von den beiden ist eigentlich egal, weil das Gerät schickt das Signal immer an beide Outputs weiter. So, wenn man jetzt natürlich viel aufnimmt, dann hat man natürlich so einen tollen Grabber. Hier einmal ein ganz handelsübliches Teil von Logilink. Und jetzt schließt man einfach die anderen Kabel natürlich auch hier mit dran. So. Und das andere Ende kommt jetzt natürlich in den Grabber rein. So. Also, das wisst ihr ja bereits alles bestimmt. So, und dann habt ihr das hier verbunden mit dem Output und den ganz normalen USB-Schnittstelle. So, das ist jetzt alles mal bloß provisorisch zusammengesteckt. Wie gesagt, das hier kommt an den Fernseher, damit ihr hier einfach mal seht, wie dieses Gerät funktioniert. Ja, und dann baue ich das Ganze jetzt mal auf und dann zeige ich das euch mal, wie das alles funktioniert. Alles klar und bis gleich. So, da haben wir das Ganze dann mal aufgebaut. Ihr seht, im Moment läuft der PC.
Ihr habt das jetzt hier hingestellt und seht, ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit den ganzen Spielen. Ich muss mir mal ein Regal bauen oder sowas. Ich bin total überfüllt. Jetzt ist die Xbox ja auch noch da. Und ja, Wii steht hier oben im Moment. Alles, ja. So, also, schalten wir mal die Super Nintendo ein und die Wii schalten wir auch mal ein, damit wir euch das jetzt mal zeigen können. Dann schalte ich hier einmal um aufs NES und dann schalten wir jetzt einfach mal hier um. Zack! Schon habe ich Bild und Ton von der Super Nintendo. Schalten wir mal weiter. Die Nintendo. Mit Ton und Bild. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da sind überall so kleine Erzer, sieht man es, glaube ich. Da sind überall so Punkte im Bildschirm. Sag mal, liegt es an meinem Fernseher, also das ist ein Plasma, oder liegt es an der Nintendo, dass die schon ein bisschen Treffer hat? Es wäre cool, wenn ihr mir da ein bisschen mich beraten könnt. Ich glaube, die Ding ist eh im Moment gerade nicht gut eingelegt. So. Reset. Ja, wie ihr seht, da spinnt irgendwas. Wenn ihr mir da vielleicht weiterhelfen könntet, wäre super. Und dann haben wir einmal noch die Wii. Dann muss ich auch einmal umschalten, weil die läuft ja über Komponentenkabel. So, haben wir hier die Wii. Und nochmal Nintendo. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Einmal Super Nintendo. Und damit es am... So, haben wir hier einen PC. Der hört ihr, da läuft jetzt auch die Musik. Und jetzt kann ich hier auch umschalten. Und schon erscheint am Grabber das Bild. Oder vom Super Nintendo. Vom Nintendo. Ja. Das ist doch ein Traum. Ein Traum. Dieses Gerät ist der absolute Knaller. Und das ist diese Version mit den vier Eingängen, zwei Ausgänge, kostet jetzt 27 Euro. Es gibt aber auch preiswertere Geräte, die haben halt nur zum Beispiel drei Eingänge und einen Ausgang. Wenn man jetzt keinen Grabber hat zum Beispiel, die kosten 10 Euro oder so. Dann gibt es auch noch welche mit Fernbedienung, die kosten aber dann auch 50 Euro. Also das war mir jetzt ein bisschen zu heavy. Da laufe ich jetzt doch noch vor und... drücke jetzt hier meinen Knopf oder hier meinen Knopf. Das kriege ich jetzt gerade noch hin. So, also, ich hoffe, das hat euch jetzt alles soweit ganz gut gefallen. Und wenn euch, wenn ihr auch diese Probleme habt, kauft euch so ein Gerät. Das ist der absolute Traum. Nochmal, Grabber, na komm, zeigt das Bild. Super Ghouls and Ghosts oder Super Nintendo. Es ist einfach der absolute Traum. Wii-Ton. Ja, schön. Nie wieder umstecken. Also, jetzt, das war's dann soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Bis dahin, ciao.